So, hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Jalle wieder seit langem. Wenn ihr diesen Vlog seht, dann seid ihr garantiert auf meinem Kanal Jalles Reise im Fußball. Ich wollte eigentlich diesen Kanal aussterben lassen, aus welchem Grund auch immer. Jetzt habe ich mir überlegt, Mensch, ich habe so viel Fußballvideos, ich reise so viel im Fußball rum. Und ja, dachte ich mir, warum soll das auf meinem anderen Reisekanal stattfinden? Dann habe ich einfach gesagt, ich aktiviere den Fußballkanal nochmal. Und heute bin ich bei unserem Spiel gegen Spandauer Kickers. Die Jungs sind auf dem 4. Tabellenplatz. Wir sind ja Erster mit dem BFC Preußen. Und dementsprechend ja, bin ich ein bisschen früher da. Nehm euch mal mit, zeige euch mal die Berliner Fußballplätze. Und natürlich das, was ich so beim BFC Preußen mache. Ja, ich mache ja Stadionsprecher bei den Heimspielen. Dann bin ich auch noch Moderator für unsere Pressekonferenzen. Und so habe ich halt einen fußballerfüllten Sonntag. Trotz Enkel und Familie. Aber wie gesagt, seit über 30 Jahren bin ich schon im Fußball tätig. Und deswegen ist es bei mir schon gar nicht mehr wegzudenken. Ich verlinke euch mal meinen Reisekanal hier. Und ja, wenn ihr Lust und Laune habt, geht ihr da auch rauf. Abonniert den Kanal. Aber als allererstes macht ihr das natürlich hier. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, verpasst keine anderen Videos. Es wird jetzt nicht regelmäßig irgendwie jede Woche zwei Videos geben, sondern immer, wenn ich mit dem Fußball unterwegs bin. Zumindest werde ich euch noch ein oder zweimal mitnehmen, wenn wir zu Hause spielen. Das ist auch immer ganz interessant. Und ja, damit ihr einfach mal seht, was los ist. So, das reicht aber für das Intro. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video Nummer 1 nach Wiedereröffnung. So, hier sollen irgendwo die Kabinen sein. Ihr seht, Fußballplatz, hier ist auch Fußballplatz. Aber wo ist da was offen? Da ist was offen, okay. Also da sollen die Kabinen sein, die ihr seht. Das ist Berliner Fußballflair, wie er lebt und lebt. Da scheinen hier die Kabinen zu sein. Die Frage ist, ob wir auch hier irgendwo sind. Weil das echt ziemlich ruhig ist für ein paar Fußballer. Aber es scheint so. So, der Grill wird angeschmissen, sehe ich gerade. Und ja, eigentlich ein schöner Rasenplatz, oder? Aber ist wahrscheinlich nicht gekreidet. Na gut, er sieht halt schön aus, aber wenn man da auf diese Stellen guckt, da ist er schon ziemlich tot. Ist der Cheftrainer von Schwaki? Ja, nee, der Chef ist ja für mich selbst, ist ja mein eigener Vlog. Aber der Chefredakteur kommt bestimmt auch gleich. Ich meine nicht Nidal. Nee, Nidal kommt ja heute nicht. Peace, Männer. Hi. 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 Hi, Jungs. Hi. 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 Frank, hey. Bestimmt schon drauf, oder? Na, Frank und aufbauen? Ich weiß nicht, ich krieg dann immer einen Herzinfarkt, wenn Frank zu spät kommt. So, dann wollen wir mal Richtung Stefan, wir sehen uns ja gleich vorne. Dann gehen wir mal Richtung Stadion hier. Ihr habt gerade die Mannschaft gesehen, das ist unser Team vom BFC Preußen Berlin. Und wir sind heute hier, wie gesagt, bei Spandauer Kickers. Das ist eigentlich ein schöner Platz. Die haben einen riesen Platz, einen riesen Rasenplatz, den habe ich euch ja gezeigt vorhin. Und die haben noch mehrere Kunstrasenplätze. Also, schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal nach vorne. Das ist so mein Tag. Ich komme hin, begrüße die Mannschaft auswärts. Und nachher machen wir auch einen Livestream. Falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt auch gerne mal bei BFC Preußen auf die Seite raufgehen. Unter www.bfcpreußen.tv. Ich blende euch das mal ein. Ja, also ich gebe euch mal einen Link, dass ihr seht, wo ihr das abonnieren könnt. So, jetzt geht es erstmal auf den Platz und schauen wir mal, wie die Jungs sich da warm machen. Da vorne waren die Kabinen, also da in die Richtung. Und dann läufst du diesen ganzen Weg bis hier hin. Das ist auch in Berlin auch nicht möglich. Gut, ich weiß natürlich nicht, wie es in den Bundesliga-Katakomben aussieht, aber müssen die auch so weit laufen? Könnt ihr mal hinschreiben oder reinschreiben in die Kommentare. Was war eure weiteste Laufstrecke vom Platz? Ich weiß, Club Italia, falls ihr schon mal drauf gewesen seid, am Spandauer Damm, da ist ja auch, die haben auch einen Platz. Und der war immer Ewigkeiten hinten, du musstest vorne parken und bist bestimmt noch locker 20 Minuten gelaufen. Locker.
So, liebe Freunde, jetzt stehen wir hier am Platz. Hier rechts neben mir ist uns einer unserer Sponsoren. Flock Express war das, ne? Jawohl. Mein Gott, bin ich gut. Kann ich gar nicht merken. Flockexpress-berlin.de. Achtung, YouTube, keine Reklame. Ich krieg dafür nichts. Aber ihr könnt gerne unseren Sponsor mal unterstützen. Einfach mal auf die Seite gehen und gucken, was da läuft. Ja, jetzt sind wir am Platz. Also wie gesagt, die Jungs machen sich gerade warm. Unser Chefmoderator kommt mit seinem Sohn, das ist schon mal ganz gut. Das ist der Enrico, unser Kameramann, der macht die ganzen Livestreams. Enrico, bist du zu sehen? Ja, jetzt glaube ich. Meine Augen sind echt schlecht. Sag mal Hallo zu meiner Community. Hallo. Dankeschön. War wieder so trocken, Alter. Aber so ist er halt, ne? So ist unser Enrico. Ja, die Jungs machen sich jetzt warm. Ich glaube, es ist noch eine Stunde, halbe Stunde. Wie lange ist noch? 35 Minuten, 40 Minuten ungefähr noch. Und dann geht's los. Ich zeige euch mal, wie die Jungs sich hier bei uns warm machen. Ja Leute, so sieht Sonntag für Sonntag aus. Ne? Man muss ein bisschen leiser sein, dass die ganzen Jungs hier nicht gestört werden beim Warmmachen, weil die müssen sich auch konzentrieren. Ne? Ist ja ganz normal. Ja, wir sind jetzt in der Berlin-Liga, auf dem besten Weg in die Oberliga. Und wenn alles gut geht, sind wir am Ende der Saison in der Oberliga. Und dann werden die Vlogs erst interessant. Warum werden die interessant? Weil wir dann überregional spielen. Also das heißt, wir fahren dann auch mal nach Brandenburg und so weiter und so fort. Und deswegen, das wird bestimmt lustig. Also bleibt dran beim Kanal, da kommt bestimmt was. So Leute, jetzt mache ich die Eröffnung für unseren BFC Preußen TV. Wie gesagt, unten steht dann der Link. Nur, dass ihr Bescheid wisst, stecke ich euch mal rein. Da könnt ihr gerne auch vorbeigehen und abonnieren. Herzlich willkommen, liebe BFC Preußen-Fans auf BFC Preußen TV. Wir sind wieder mit dem WTG-Livestream hier vor Ort für euch bei den Spandauer Kickers. Spandauer Kickers ist Vierter, wir sind immer nur Erster und das soll auch so bleiben. Und deswegen freuen wir uns gleich in 2, 3, 4, 5 Minuten unseren sportlichen Leiter hier am Mikrofon für euch zu haben, um ihm die ein oder andere Frage zur letzten Woche zu stellen und natürlich die ein oder andere Frage, die uns noch so auf der Zunge brennt, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Deswegen nicht verpassen, schaltet schon mal ein in 2, 3 Minuten unser sportlicher Leiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß im WTG-Livestream heute zu Gast bei den Spandauer Kickers. Spandau komplett im eigenen Strafraum drin. Und wer macht's? Stefan, Maximilian oder Patrick? Das macht Patrick. Guter Ball. Wie gesagt, da muss einer stehen. Gut. Oh, schade. Schade. Das war eine gute Chance gerade, die wir leider nicht verwertet haben. Also wir haben ein ganz klares Chancenplus. Und jetzt steht Stefan auch wieder bereit an der Eckfahne. Ja, jetzt geht es in die zweite Halbzeit. Und dann sehen wir uns vielleicht zum Schluss des Spiels wieder. So, jetzt ist vorbei mit lustig. Wir haben 3-2 gewonnen. Ihr habt so ein paar kleine Eindrücke davon erlebt. War noch eine Schrecksekunde mit Mathieu Günther da. Aber wir haben es geschafft. 3-2. Wir sind weiter ein Tabellenführer. Ihr habt einfach mal gesehen, wie so ein Tag von mir aussieht. Sei es im Interview, sei es die ganzen Reportagen und. Und das ist halt mein Hobby, sage ich mal, dem ich nachgehe, Sonntag für Sonntag. Und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, denkt dran, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Und ich versuche euch ein bisschen mehr von dem Content zu bringen. Wenn euch was interessiert, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Was könnte ich noch tun? Mich würde es freuen, wenn ihr hier mit mir interagiert. Also, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Peace and love, euer Jalle.